Hallo, heute und in diesem Video zeige ich dir, wie du in 10 Minuten, ja, in nur 10 Minuten das Dudelsack-Spielen erlernen kannst und das ist kein Scherz, zu 100%. Willkommen zu einem neuen Video mit mir, Karl Wallner Piping. Wenn du schon immer den Traum hattest, diesen großartigen schottischen Dudelsack, der so mystisch klingt eben und in Schottland immer gespielt wird, zu erlernen, ja, dann brauchst du natürlich zuerst mal Equipment. Der erste Schritt ist also, damit du mit dieser 10-Minuten-Formel starten kannst, ein Übungsinstrument. Das Gute beim Dudelsack ist, ich habe es hier parat, du brauchst nur eine günstigere im Vergleich zum großen Dudelsack, Übungsflöte, Practice Chanter nennen wir das in Englisch in der Fachsprache. Und sobald du dieses Teil hast, kannst du loslegen und ich würde sogar empfehlen, kauf dir das im Anfängerset. Ja, das ist hier auch Werbung, das dabei, aber du brauchst Equipment, sonst wirst du nicht spielen lernen können und das gehört eben zu 100% dazu. Natürlich wird dir der Link hier eingeblendet und auch in der Videobeschreibung findest du den Link, wo du dir das zulegen kannst. Dieses Teil ist fast wichtiger als der schottische Dudelsack selbst, denn du lernst hier alle neuen Töne, Verzierungen, Grace Notes und da kommt dann einiges noch, nur die Stücke und so weiter, Musikstücke und das ist das Wichtigste überhaupt. Ist gar nicht mal so teuer, wie gesagt, im Vergleich zum großen Dudelsack. Hast du das einmal? Zeige ich dir jetzt und in diesem Video, wie du sofort loslegen kannst. Hast du nur eine Übungsflöte und gar nicht das Lehrbuch, auch dann profitierst du jetzt von diesem Video. Denn hast du alles richtig zusammengebaut, da drinnen ist ein Rohrblatt, das muss hier fest drinnen stecken und das macht den Ton. Dann baut man dieses Übungsinstrument zusammen. So, der erste Schritt, du legst die Finger gerade drüber. In den meisten Fällen sollte auch so sein, 98% ist die linke Hand oben und nicht Fingerspitzen, sondern du legst die Finger exakt gerade drüber, über das Instrument. Ist sehr ungewohnt, ich kann dich verstehen am Anfang, dass du immer zurückrutschen möchtest, da musst du aber durch und du kannst, und das habe ich öfters gesehen, alle Töne in wirklich 10 Minuten spielen. Alle Töne des Dudelsacks und das dauert oft nicht länger. Und wenn du dann hinten den Daumen auflegst, der kommt hier auf das erste Loch, dann wir folgen mit dem Zeigefinger vorne, Mittelfinger, Ringfinger. Der kleine Finger der linken oberen Hand hat einfach überhaupt nichts zu tun. Der kann sein, wo er möchte. Und dann geht es weiter mit ebenso gerade und flach drüberliegenden Fingern. Zeigefinger der rechten unteren Hand, Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger. Und hier Fehlerquelle gleich ausmerzen. Man muss hier weit reingreifen, damit komfortabel der kleine Finger auch das letzte Loch abdecken kann. Das ist enorm wichtig. Hast du jetzt zu wenig Luftdruck? Dann klingt das ziemlich eigenartig. Das ist auch oft am Anfang der Fall, fast immer. Probier alle Kraft anzuwenden, was du hast und was in dir ist und dann wirklich mal, wenn alle Finger oben liegen, ein kleiner Tipp zusätzlich, leichter ist es, wenn der kleine Finger offen ist, das wäre unser Grundton, tiefes A, und diesen Ton zuerst spielst. Denn wenn du dann den kleinen Finger schließt, sollte der Ton tiefer werden. Und jetzt sind wir wahrscheinlich bei 2-3 Minuten, geschätzt, noch gar keinen 10 Minuten. Wenn das klappt, gehen wir dann gleich weiter. Du kannst die ersten Töne bereits der Tonleiter spielen. Alle Finger geschlossen, tiefster Ton, erster Ton und nennt sich tiefes G. Du öffnest den kleinen Finger und das ist das tiefe A, der Grundton unseres Dudelsacks. Zu dem tiefen A wird später alles zusammengestimmt. Egal, ob du mit anderen Instrumenten zusammenspielst oder auch mit anderen selbigen Dudelsäcken und Instrumenten zusammenspielst, zum tiefen A wird alles dazugestimmt später einmal. Auch die Bordune und Jones, was dann beim großen Dudelsack auf deiner Schulter liegen. Es geht super easy weiter. Du öffnest den Ringfinger und springst von dem tiefen A. Kleiner Finger ist offen, das tiefe A eben, zum B, die Note B. Wiederhole das jetzt. 3 Töne kennst du bereits und jetzt kommt die nächste gute Nachricht. Ja, hier gibt es lauter gute Nachrichten. Wenn du diese 3 Töne spielen kannst, ist das ein Drittel aller Töne, die es gibt auf dem Instrument. Wie klingt das? Spielen wir es gemeinsam. 1, 2, 3 oder tiefes G, tiefes A, B. Und zwar. Drei Töne. Jetzt wird es ein bisschen tricky beim vierten Ton. Natürlich wird wieder ein Finger vom Instrument gehoben. Das kann jetzt auch nur als nächster Finger der Mittelfinger sein. Gleichzeitig, und das ist eine Eigenheit des schottischen Dudelsacks, muss der kleine Finger absetzen. Ich möchte auch hier noch nebenbei erwähnen, dass wenn du tatsächlich dieses Buch hast, ich kann das nur wärmstens empfehlen, du wirst ein perfekter Dudelsackspieler werden, wenn du die passende Lektüre hast, ist hier mit Fotos
Abbildung, welches Loch offen sein soll, bei welchem Ton, 1 zu 1 alles abgebildet. Das wäre also dann noch die zusätzliche Anleitung, wo du nichts mehr falsch machen kannst und immer wieder präzise nachschauen kannst, wie man eigentlich den Dudelsack Schritt für Schritt und super einfach erlernt, bis zu Amazing Grace, Scotland the Brave, Auld Lang Syne, alle bekannten Lieder, die du am Dudelsack kennst, hier drinnen. Okay, den Wechsel üben von der Note B zum C. Das ist so ein Umklappen. Ich weiß, ich spreche sehr schnell. Es soll ja auch in 10 Minuten funktionieren. Du kannst immer wieder zurückspringen hier im Video und alles nochmal probieren. Ich gehe aber jetzt schnurstracks weiter, weil das kein langes Tutorial werden soll, sondern eben ein kurzes Video. Und ich möchte dir alle Noten beibringen heute. C, die höchste Note von heute, der Gabelgriff. Danach, jetzt ist es wieder einfach, nämlich nur den Zeigefinger öffnen. Der kleine bleibt aber. Definitiv. Das klappt dann so auf mit dem Zeigefinger zu der Note D. Von B, das kennst du noch, C, D, C zu D. Und wir haben 50% der Tonleiter. Geht wirklich schnell dahin. Das ist die Hälfte. Und ich spiele alle vor, du probierst das nachzumachen auf deinem Übungsinstrument. Los geht's. Alle Töne der unteren Hand, dazu komme ich auch gleich mehr im Detail. Das sind alle Noten, die die untere Hand spielen kann. Mehr gibt es von der unteren Hand nicht. Wir wechseln zur oberen Hand. Du hast gemerkt, als wir jetzt unten die Töne gespielt haben, oben felsenfest hat sich nichts getan. Und jetzt aber ist es umgekehrt. Wir frieren, unter Anführungsstrichen, die untere Hand ein und wir spielen die oberen Töne nur mit der linken oberen Hand. Aber Standardposition, die sich nicht ändert bei allen Tönen der oberen Hand, ist wie beim Grundton der unteren Hand, tiefes A, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger auf dem Instrument, wo die Finger hingehören. Kleiner Finger bleibt offen. Das freezen wir jetzt und wir öffnen oben den ersten Finger, damit oben der erste Ton kommt, nämlich oben der Ringfinger geht auf und wir haben die Note E, erste Note der oberen Hand. Viel Luft brauchen diese oberen Noten auch übrigens. Das wäre zu wenig, das ist auch eine Fehlerquelle. Noch mehr Kraft anwenden, fester reinpusten und ein schönes E erklingt. Geht's super, super easy weiter. Wir öffnen danach nur vom E zum F den Mittelfinger. Wir können auch wieder zurückspielen zum E. F, E, F. Und los geht's. So easy geht's weiter. Wir öffnen den Zeigefinger und sind beim hohen G. Jetzt weißt du auch, warum wir die erste Note tiefes G genannt haben, damit wir sie nicht verwechseln mit dem hohen G. F zum hohen G. Und dann alle drei Noten rauf und wieder runter. E, F, hohes G. Du erinnerst dich, auch bei der unteren Hand spielten wir am Anfang drei Noten rauf, drei Noten runter. Dasselbige machen wir bei der oberen Hand. Denk dran, drei Finger bei der unteren drauf, der kleine Finger bleibt offen. Standardgriff unten. Und los geht's. Zurück. Drei Töne eben der oberen Hand, es fehlt nur noch eine und du hast tatsächlich alle Noten, wirklich. Und zwar, du erinnerst dich natürlich von unten bei der unteren Hand, wenn wir vom B zum C springen, dann klappt sowas über. Ein Finger geht weg, ein Finger geht rauf. Selbes Prinzip haben wir beim Sprung zur letzten Note in der Tonleiter. Jetzt ist ja bei der vorletzten Note, wo wir gerade waren, hohes G, nur mal der Daumen oben. Natürlich muss der weg, damit ein höherer Ton ertönt. Aber damit ist es nicht ganz getan. Wir müssen vorne den Ringfinger auf die Position setzen, wo er normalerweise wäre. Und das ist natürlich hier ober dem Zeigefinger der unteren Hand. Es passiert also wieder gleichzeitig und wir springen dann auf den höchsten Ton und dann sind alle Noten geschafft. Los geht's. Hin und her gespielt zwischen den letzten Noten, den letzten beiden Noten. Machen wir alle Noten, oder besser gesagt, spielen wir alle Noten einmal rauf und runter, die die obere Hand zu bieten hat. Okay. Das war's. Wenn du jetzt noch übst, die untere Hand zu verbinden mit der oberen Hand, die letzte oder die höchste Note, was die untere Hand spielen kann, war und ist unser D. Wir gehen nochmal alles durch. Erste Note, zweite Note, dritte Note, vierte Note, fünfte Note. Und
dann die erste Note der oberen Hand. Da passiert jetzt ziemlich viel. Nämlich, wir brauchen unten, wir wissen den Standardgriff für alle Noten der oberen Hand. Kleiner Finger offen, alle drei auf dem Instrument. Und oben geht der Ringfinger auf, weil das unsere erste Note der oberen Hand ist. Zurück zum D, wird wieder so gesprungen, ganz langsam. Vom D rauf zum E. Und zurück. Da passiert in der Tonleiter tatsächlich am meisten. Empfehle dir zu 100% über diese Stelle oft und sorgfältig. Und dann kannst du alle Noten des Dudelsacks spielen, denn wie gesagt, auf dem großen Dudelsack wird alles 1:1 so gespielt wie hier auf dem Übungsinstrument. So, jetzt abschließend, ich denke, wir haben das unter 10 Minuten sogar geschafft. Ich habe jetzt keinen Timer gesetzt, aber so ungefähr wird es sein, wahrscheinlich 7-8 Minuten. Ja, geschätzt, jetzt spielen wir dann alle Noten und wir sind durch. Los geht's, von der tiefsten bis zur höchsten. Und? Zurück. So leicht kann es gehen, nicht zu viel versprochen, jetzt liegt es an dir, das 1:1 zu kopieren. Schau dir die diversen Stellen im Video immer wieder an. Ich kann nur sagen, du kannst mit dem Video und alleine mit einem Practice Chanter arbeiten, aber genauer geht es mit diesem Buch, das ich selbst geschrieben habe, bereits das zweite Lehrbuch. Hier lernst du alle Schritte, wirklich von ganz von vorne leicht erklärt bis zu den Krachern eben Scotland the Brave, sogar schnelle Jigs und Reels, diese coole Musik, die dann wirklich so fetzig klingt wie Tänze und anderes, kann ich eben nur empfehlen. Schau dir das an, alles hier verlinkt im Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gefällt dir mit Sicherheit auch dieses Video. Schau es dir gerne an. Enjoy your piping und wir sehen uns im nächsten Video. Karl Wallner Piping.